Nah, I done grew around some people, living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Physik X bei Nvidia. Altos. ACE Team. Drücken zum Starten und damit begrüße ich euch hier zu einem neuen Let's Play von Rock of Ages 2 Bigger and Builder. Die Musik ist allein schon jetzt schon geil, freue ich mich richtig. Und wir haben jetzt hier oben die online und lokalen Sachen. Ich muss mal erstmal ein bisschen leiser machen. Alles kein Problem. Und wir gehen erstmal auf lokal. Und wir machen natürlich Story. Was ist denn hier? Hilf Atlas in der Story. Kann man seinen Globus wieder zu finden. Okay. Verteidige dein Schlachtfeld. Okay. Gut, wir machen den Story natürlich. Wir machen auf normal und wir sehen. Mal gucken, gegen wen wir kämpfen. Wie geil ist denn das denn bitte? Allein so fängt es ja schon ziemlich gut an. Was ist hier? Wie beginne ich jetzt hier? Ach, guck mal, ich muss den Ball erstmal runter. Und hier kann ich nicht runter, aber erstmal ist dort... Nice! Das gefällt mir jetzt schon. As I was saying, all major battles in history were won by throwing giant boulders down a hill. Napoleon, what did I just say? How would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans une position défavorable. No, you use a giant boulder. How many times must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. We all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you... Wow, a real boulder. I never seen a real boulder before. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us! Ich muss mir die ganze Zeit das Lachen vergreifen. Ich möchte doch schon die ganzen Sachen jetzt hier nicht reinreden, weil vielleicht will das ja irgendwo mal benutzen. Alter. Mein Freund, ich werde die Regeln des Krieges erläutern. Ach, warum soll er mir erläutern? Der hat noch nie mal zugehört in seiner Dings. Das ist unsere Seite auf dem Schlachtfeld. Und dies ist die Burg, wo du dich gestalten und dienen wirst. Das ist die Seite des Gegners. Auf dem Schlachtfeld sieht es komischerweise ähnlich aus. Komischerweise. Das ist der Gegner. Und die feindliche Burg, wo sich Richard wieder Feiglinge verstecken wird. Aber wir verstecken uns ja auch theoretisch, oder? Also, das sind wir ja auch Feiglinge. Was wir jetzt tun... Deinen riesigen Felsblock auf sie. Assurez-vous de conserver votre force de rocher pour détruire les portes du château. Oh.
Also Qualität sieht das schon viel, viel besser aus. Ja, und jetzt? Ah, okay. Mhm. Der Ball ist auch viel, viel schneller, oder? Täusche ich mich. Oh. Ah, mein Bällchen ist schon ein kleines bisschen kaputt, aber es ist alles kein Problem. 188 Schaden, okay. So, und jetzt ist er dran. Ja. Ich sehe, dass er so groß ist wie meiner. Richard s'apprête à nous attaquer. Nous devons placer nos défenses pour arrêter son rocher avant qu'il n'atteigne notre château. Also muss man hier irgendwas hinbauen. Ich weiß, dass es meine Verteidigung zu errichten. Wir haben 4000, Alter. Oh, nee, scroll nicht. Achso, Q und E. Ah, wir haben sogar eine maximale Zahl, wie viel wir da haben dürfen. Okay. Machen wir hier nochmal Dichte. Am besten so im Zweierradius. 100 von den Türmen dürfen wir haben, okay. Ah, shit. Geld reicht nicht mehr aus. Ne, dann machen wir auf los. The gloves are off now. Next time I'm not going to wait before launching my attack. Sonst so schön. Écoutez attentivement. Vous devriez également lancer votre rocher dès qu'il est prêt. La guerre est une course pour détruire les portes ennemies. Na, noch nicht mal getroffen. 2, 1. Achso, dann darf ich das wieder benutzen, okay. Okay, gut, ich bin so bereit. Los geht's. Was ist denn das? Alter! Junge! Bis ich kann auch niemand hier groß was bauen und der baut schon Mauern und Elefanten. 188 maximale Geschwindigkeit, volle Stärke. Ja, das dauert ziemlich lange, oder? Guck mal, mein Tor ist ja bald kaputt. Wenn man es so nimmt. Da können wir auch noch was an. Wir können nichts anderes bauen. Na dann los, bereit. Achso, hier, bereit. Bin bereit, los geht's. Warum macht er nicht gleichzeitig mit? Irgendwie ist es viel zu einfach. Gut, das ist auch ein Tutorial, okay. Aber warum hat er jetzt nicht nochmal gemacht? Das kapiere ich gerade nicht. Okay, es ist auch ein bisschen anders. Türstoße freigeschalten. Achso, man kann ja jetzt hier alles Mögliche machen. Ändern, genau. So. Jetzt können wir hier runter, okay. Neue Einheit, Sprungbrett. Findest du irgendwie lustig, wie man das so machen kann hier? Oh, eine Bank freigeschaltet. Das ist sehr nice. Affene Kühe, okay. So. Schottland! Ich würde gerne mal raus, ich würde mal alles sehen. Weil es ist ja bestimmt keine kleine Map. Die Arena. Machen wir noch eins?
Ich glaube, als Tutorial heute reicht es erstmal. Außerdem habe ich gerade Essen im Ofen. Wenn euch das ganze Part gefallen hat, gebt nur mal oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich in den Kommentaren, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt. Ich bin mal gespannt, wie es weiterläuft. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Minnesota. Ciao, ciao.